Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe mir gedacht, wir machen heute eine, in der Reihe einfach elegant, eine einfache Gutscheinkarte. Und als Beispiel habe ich euch jetzt mal diese Karte hier legen. Wir machen aber eine Version für eine junge Dame oder für eine Frau. Das ist natürlich jetzt eher die männliche Variante, aber ich wollte die euch unbedingt zeigen, weil ich die sehr schön finde. Ich gehe mal ein bisschen raus mit der Kamera, so. Und zwar habe ich hier gearbeitet mit dem Set Werkstattworte und den Stanzformen dazu. Die habe ich einfach in Gold oder Messing, ich glaube es ist Gold, ausgestanzt. Und mit Chili noch ein paar einzelne Zahnräder ausgestanzt und das dann so in den Hintergrund gemacht. Ich fand den Spruch einfach mega, du bist nicht der Hammer, du bist der ganze Werkzeugkasten. Und da habe ich so eine Gutscheinkarte reingemacht für einen Überraschungstag, noch ein bisschen gestempelt, genau. Und genau, also so ist die Kartenform und die fand ich irgendwie total witzig und wollte euch die zeigen. Und inspiriert hat mich dazu eigentlich der neue Katalog. Genau, also ich habe jetzt hier mal im Katalog auf Seite 28, seht ihr diese Karte hier im Hintergrund. Die hat mich da so ein bisschen dazu inspiriert mit diesen tollen Zahnrädern, das fand ich einfach super. Das ist das Stempelset dazu, Werkstattworte mit dem tollen Spruch. Und auch mit diesen kleinen, also mit dem Hintergrundstempel und mit den kleinen Schrauben und so, Muttern, die konnte ich da ganz gut verwenden. Und das hier auf Seite 88 ist die Gutscheinkarte. So von der Abschrägung und so ähnlich wollte ich es machen. Und dann habe ich das so ein bisschen kombiniert und dann ist diese Karte rausgekommen. Und was ich hier noch gemacht habe, vielleicht sieht man das auch im Hintergrund, ist geprägt mit dem antiken Papier. Einfach noch so ein bisschen so ein Highlight. Das ist eigentlich auch ein Designerpapier in so einem Grauton. Und genau, so ist das Ganze entstanden. Und die Grundfarbe ist Mangogelb. Und wir machen heute aber eine ganz andere Version daraus. Was ich noch kurz sagen wollte, wenn ihr noch einen Katalog braucht, ich verlinke euch das jetzt hier oben in der Infokarte, wie ihr bei mir den Katalog anfordern könnt. Da könnt ihr mal gucken, falls ihr den noch braucht. Okay, und was ich aber gedacht habe, ich mache heute eine Version mit dem Stempelset Florale Freude. Einfach deswegen, weil bei Einfach Elegant versuche ich ja immer nicht die Big Shot zu verwenden, damit das auch für jeden bastelbar ist, der jetzt noch nicht so viel Ausrüstung hat an Bastelsachen und die Karte braucht natürlich die Big Shot mit den Zahnrädern. Und auch dem Etikett und so. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir das mit diesem wunderschönen Stempelset und mit der passenden Stanze dazu. Und für mich ist das auch ein neues Set. Ich habe mir das erst neu gekauft, obwohl es schon länger gibt. Und ich finde es so schön und freue mich da jetzt mit dem zu arbeiten. Und dann zeige ich euch, was ihr alles dafür braucht. Die Bestellnummern fürs Papier halte ich euch wieder kurz ins Bild. Ich habe einmal Flüsterweiß, Brombeermus und das Designerpapier Pfingstrosenpoesie. Habe ich mir rausgesucht. Das ist ein recht neutrales Designerpapier auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es mit Blütenrosa kombiniert. Ich finde es sehr schön. Ich habe euch das ganze Papier in meiner Bestellung gezeigt. Das verlinke ich euch jetzt mal hier oben, das Video. Da könnt ihr das auch anschauen. Und an Größen habe ich einmal Flüsterweiß in dem Maß 11 x 8,5 cm. Ein Stück Designerpapier in 10 cm x 7 cm. Können wir uns dann nachher noch überlegen, welche Seite oben ist. Und ein Stück Brombeermus in dem Maß 19,5 x 10,5 und gefalzt ist das Ganze schon bei 12 cm. Da hat man schon diese Kartenform. Und dann habe ich einfach noch ein Reststück Flüsterweiß. Ich habe schon ein paar Blüten vorbereitet, aber da machen wir auf jeden Fall zusammen auch noch ein paar Blüten. Ich weiß noch nicht genau, wie die Karte dann am Ende aussehen soll. Die ist im Moment nur in meinem Kopf. Mal sehen, ob das klappt. Vor allem mit der Deko. Okay, dann geht es jetzt erstmal los. Wir fangen jetzt mal mit der Grundkarte einfach an. Und zwar ist die Karte ja im Prinzip jetzt schon von der Grundkarte sehr weit. Also wir müssen da jetzt eigentlich nur noch die Abschrägung machen. Und ich habe jetzt die Abschrägung nicht besonders hoch gemacht bei dieser Karte. Bei dieser Karte ist sie jetzt bei, muss ich mal kurz gucken, bei 6 cm, 6,2. Und wir können sie jetzt noch ein bisschen schräger machen, wobei ich finde das eigentlich schön so. Ich würde es einfach bei 6 cm machen. Und dafür nehme ich mir nochmal mein Lineal und mache mir einfach eine Markierung hier bei 6 cm hin. Ich zeige euch das jetzt nach, also bei diesem kurzen Teil von der Karte einfach auf der rechten Seite bei 6 cm eine Markierung setzen und wir schrägen uns die Karte jetzt ab von hier oben bis hier unten. Dazu nehme ich meinen Papierschneider und lege mir das Ganze so ein, dass ich meine Ecke hier oben genau auf der Rille habe und meine Markierung hier unten auch genau auf der Rille habe. Und dann einmal mit der dunklen Klinge einfach nur abschrägen, dann habt ihr diese Form.
Und das Gleiche müssen wir jetzt natürlich auch mit unserem Designerpapier machen. Und das ist einfach ein bisschen kleiner, das Designerpapier. Seht ihr? Und da müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir die gleiche Abstiegung hinbekommen. Ich hatte jetzt gerade einen Denkfehler. ich müsste es nochmal ein bisschen ändern. Also stellt euch vor, ihr habt jetzt einfach das ganz normale Papier in 10 x 7 cm. Und dann mache ich es mir so, auf der einen Seite mache ich mir eine Markierung bei 5,5 cm. Also stellt euch einfach vor, das Papier geht hier so weiter, wie wenn es noch dran wäre. Ich habe das jetzt aus Versehen weggeschnitten, aber das war irgendwie ein totaler Quatsch. ich mache mir nur diese Markierung bei 5,5 cm und schneide mir jetzt wieder von dieser Ecke zu meiner Marke. So ist es viel logischer. Aber manchmal sitzt man ein bisschen auf dem Schlauch. Also das heißt, ich lege mir das hier wieder ein. Ich zoome euch da jetzt auch mal ein bisschen näher ran, dass ihr das noch besser sehen könnt. So, ich habe also hier meine Markierung in dieser Rille genau liegen und hier oben diese Spitze, bis zu der möchte ich schneiden, die ist auch genau in der Rille. Und dann schräge ich mir das jetzt einmal ab. Und jetzt müsste es passen. Jetzt gucken wir mal. Jetzt passt es vom Rand schön und so ist es viel logischer. Also einfach die Markierung machen und dann abschrägen. So, dann haben wir unsere Grundkarte im Prinzip jetzt schon fertig. Ich gehe mal noch mal ein kleines bisschen raus mit der Kamera und klebe mir jetzt das eigentlich schon mal auf. Ich habe vorher noch überlegt, ob ich die andere Seite drauf machen würde. Das sieht jetzt auch ganz schön ausschauen, aber ich möchte nachher noch die Blüten drauf machen und die wirken dann nicht so bei dem Papier. Deswegen habe ich mich jetzt für diese Granitseite entschieden. Das müsst ihr dann natürlich vorher machen. Und was ich jetzt gleich mal benutze, ist der Flink und Fest. Das ist ja ein neuer Kleber. Und mit dem muss ich mich erstmal noch anfreunden, aber ich habe einen Tipp für euch. anfreunden in dem Fall wegen diesem Deckel. Ich fand das vorher viel praktischer, wo der Deckel einfach nur hochklappbar war bei dem Snail. Das ist jetzt eben bei dem ein separater Deckel. Und wenn ihr das klebt, dann macht ihr das immer so. Also ganz am Anfang müsst ihr euch mit dem Finger so ein bisschen die Klebefläche nach vorne holen, wenn ihr den ganz neu benutzt. Und dann klebt ihr euch das einfach so an. So. Und dann geht ihr am Ende entweder nach oben oder ihr geht so zur Seite. Ich finde, nach oben ist eigentlich praktischer, weil wenn man zur Seite geht, den sieht man echt fast nicht. Der ist total durchsichtig. Ich sehe den jetzt, obwohl es vor mir liegt, fast gar nicht. Also immer so aufgehen und dann nach oben am besten wegziehen. Ich habe das mit dem Snail immer so zur Seite gemacht. Aber dann ziehe ich mir immer dieses feine Band da immer so ein bisschen nach rechts. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, nach oben ist einfach besser. Wenn man sich das richtig angewöhnt, nach oben weggehen, dann passt es. Und dann klebe ich mir das jetzt hier einfach auf. Gerade für die Bastelanfänger würde ich aber trotzdem empfehlen, das immer mit dem Flüssigkleber zu machen, weil ihr da einfach das nicht direkt gleich draufklebt, sondern ihr könnt dann noch ein bisschen ruckeln, wenn da der Rahmen jetzt noch nicht ganz passt. Aber ich, wie gesagt, ich möchte mich jetzt mit dem nochmal ein bisschen auseinandersetzen. Ich weiß immer nie, wie der Deckel drauf gehört. So. Und benutze jetzt aber für innen drinnen trotzdem ein Klebeband. Ihr könntet das ja auch innen nehmen. Da gibt es ja dann zwei unterschiedliche Kleber, den Flink und Fest und den Flink und Fest Plus. Aber ich nehme mir jetzt da ein ganz dünnes Klebeband, weil ich ja da so eine Einschubkarte mache. Und da ist es immer so, dass ich eigentlich immer das 3 mm Band nehme, weil dann die Karte nicht verhakt. Die Karte ist jetzt zwar relativ schmal gehalten, aber ich finde es immer schöner, wenn man die da locker rein und raus machen kann. Und wenn man ein breiteres Klebeband hat, dann kann es halt sein, dass es ein bisschen eng ist. Da muss man halt die Karte ein bisschen schmaler machen. Aber ich klebe mir das jetzt einfach fest. Das dünne Klebeband, das verlinke ich euch mal in der Infobox. Das gibt es jetzt nicht bei Stampin' Up. Aber das kann man, das gibt es bei Raya oder eben im Onlinehandel. Und ich benutze das immer gern für Mini-Alben oder eben für so Einschubkarten, weil es einfach schön dünn ist. Und dann klappe ich mir das einfach so hoch und habe meinen Gutschein, also meine Gutscheinform. Ich hoffe, ihr seht es gut. Okay, dann haben wir unsere Einsteckkarte, die können wir schon mal reinmachen zum Testen. Also das klebt hier super, ihr habt da wirklich noch gut Rand. Da könntet ihr auch das dicke Klebeband nehmen, aber ich fand das mit dem schmalen schöner. Und ich benutze jetzt hier einfach noch so eine Eckenstanze. Da kann ich euch auch eine Bestellnummer einblenden von einer neuen Eckenstanze. Das hier ist jetzt eine alte. Aber ich habe die immer noch, natürlich benutze ich die auch. Ich mag die eigentlich ganz gern. Wenn man sie richtig reinsteckt, funktioniert es auch meistens. Aber es gibt jetzt auch einen Eckenabrunder mit einer Stanzform, mit so einer Dreierstanze. Das kann ich euch einfach einblenden, die Bestellnummer. Es ist immer praktisch, sowas zu haben, weil dann schaut die Karte einfach gleich viel edler aus. Mit diesen abgerundeten Formen. Okay, und dann würde ich sagen, können wir schon mit Stempeln loslegen. Bei den Stempelfarben bleibe ich jetzt mal bei Brombeermus und Blütenrosa. Vielleicht nehme ich nachher noch Granit dazu, das werden wir mal sehen.
weil Granit natürlich auch im Designerpapier ist, da könnte man dann das ganz gut anpassen. Was ich jetzt als erstes mache, ist diese Blütenstempel. Und bei denen habe ich so gemacht, da habe ich sogar noch eine andere Stempelfarbe mit reingenommen. Und zwar zum Beispiel Sommerbeere oder Rosenrot oder Kussrot oder was ihr da habt. Also das ist jetzt so ein, das ist Blütenrosa mit so ein bisschen lila-touchigen Mitten und Rändern. Seht ihr das ein bisschen? Das hat so einen ganz tollen Effekt, dass es eben nicht einfarbig ist. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Ich nehme jetzt hier einfach, was ist das für eine Farbe? Rosenrot, glaube ich. Ist also eine ältere Farbe. Einfach eine, die jetzt dazu passt. Und was ich dann noch brauche, sind so Schwämmchen. Da nehme ich mir einfach meine Rosenrotfarbe raus und stempel mir jetzt meinen Stempelabdruck. Als erstes mit Blütenrosa nehme ich mir erstmal die Farbe auf. So. Die sieht man jetzt ganz schlecht. Und dann gehe ich einfach mit meinem Schwämmchen hier in meine zweite Farbe und tupfe mir das nur so ganz leicht ein bisschen auf die Blüte. Das muss gar nicht viel sein. Man sieht es auch schlecht. Also man denkt immer, da ist fast nichts dran. Und wenn man es dann aber abstempelt, dann hat es meistens genau die richtige Farbe. Wartet mal, jetzt bin ich nicht im Bild. Ich schiebe das mal kurz hoch. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Seht ihr diesen Effekt? Ich finde, es ist wunderschön und passt jetzt da perfekt. Und das habe ich eben dreimal gemacht mit meinen drei Blüten und kann mir das jetzt auch direkt ausstanzen mit der passenden Blütenstanze. Und zwar ist das der Dauerblüher. Wenn ihr das aufstempelt, ist das auch vielleicht noch ein Tipp, dass ihr euch die zwei immer nach unten stempelt, dann könnt ihr das nämlich gleich direkt so ausstanzen. Wenn das mal nicht so ist, dann könnt ihr das natürlich das Papier zuschneiden und dann immer noch ausstanzen, das ist gar kein Problem. Aber so tut ihr euch einfach leichter, wenn ihr euch das so aufstempelt. Okay, also das macht ihr einfach dreimal. Dann kann ich das wieder wegmachen. Und dann nehme ich mir einmal den Spruch. Ich fand es sehr schön, also der Spruch ist ein Tag mit dir und schon blühe ich auf. Wenn man das benutzt für eine Gutscheinkarte für einen schönen Tag, dann passt es natürlich auch perfekt. Ich habe jetzt eben hier diese Blüte verwendet. Entschuldigung, ich habe das Stempelset noch gar nicht gezeigt. Das ist das hier, florale Freude, Zungenbrecher. Und dann nehme ich noch beste Wünsche für eine Zukunft voller Glück. Das finde ich passt auch schön zum Geburtstag. Man kann dazu noch kombinieren mit lieben Freunden, mit Liebe, Freude und jedem Moment. Und schönen Momenten an jedem Tag. Das ist einfach toll. Ich glaube, das kann man beides nehmen. Und dann nehme ich mir jetzt einfach meinen Brombeermus. Stempel mir das einmal schön auf. Und stanze mir das auch gleich mal aus mit dieser ganz großen Stanze, die heißt Entzückendes Etikett. Ich dachte, das passt vielleicht ganz gut. Mal sehen. Und dann nehme ich mir auch gleich nochmal Brombeermus und ein Schmierpapier. Und nehme noch ein paar andere Blüten aus diesem Stempelset und stempel mir das noch ein bisschen. Einmal diese ganz große Blüte, diese füllige Blüte, die mache ich hier oben so in die Ecke. Dass man das einfach nur noch so ein bisschen sieht. Ist nicht so schön rausgekommen, wie ich gedacht habe. Das ist so, wenn ihr das Stempel zum ersten Mal benutzt, ist es immer gut, wenn man einmal abstempelt vorher. Hätte da jetzt gut getan. Und auf meine Gutscheinkarte mache ich die kleinere Blüte. Ja, jetzt passt es. Einmal so unten in die Ecke und vielleicht auch einmal von oben, dann sieht man, das ist es quasi gedoppelt mit einer großen und mit einer kleinen Blüte. So sieht das ganz hübsch aus. Und jetzt habe ich viel Farbe an den Händen. Ich nehme mir jetzt mal Blütenrosa und teste das mal aus, ob mir das nicht zu hell ist. Ne, den kann man super lesen, das passt. Und den Spruch, beste Wünsche für eine Zukunft voller Glück, stemple ich mir jetzt noch auf meine Gutscheinkarte mit drauf. Seht ihr das? Also das muss natürlich keine Gutscheinkarte werden, das kann natürlich auch einfach eine Geburtstagskarte sein. Aber man könnte hier eben noch die Zeilen drauf stempeln und dann hätte man eine schöne Glückwunsch-Gutscheinkarte. Genau. Und bei meinem Muster habe ich es auch so gemacht, dass ich auf die Rückseite noch ein bisschen gestempelt habe. Dann nehme ich jetzt einfach mal den zweiten Stempelabdruck hier oben nochmal so drauf.
und einmal mit voller Farbe. So ist einfach auf der Rückseite auch noch schön was drauf. So sieht das Ganze dann aus. Ups, das ist jetzt nicht scharf. Okay, dann räume ich hier ein bisschen auf und wir machen gleich weiter mit dem Rest. Ich werde mir jetzt zur Probe nochmal den Spruch aufstempeln und werde den jetzt noch mit der Briefmarke ausstanzen. Das ist auch eine neue Stanze und ich dachte, das könnte auch ganz süß aussehen. Muss ich nur gucken, dass ich schön in der Mitte bin. Ja, das sieht auch cool aus. Ja, vielleicht machen wir den. Also wir haben jetzt zwei Varianten und dann können wir nachher entscheiden, was besser aussieht auf der Karte. Dann. So, und jetzt würde ich es erstmal so machen, dass ich mir die Blüte fertig mache. Das heißt, ich schnappe mir meine Blütenblätter und biege mir die einmal so ein bisschen nach unten über meinen Papierfalter drüber. Und vielleicht fällt euch das auch auf. Ich habe also hier mit zwei verschiedenen Farben gearbeitet. Ich habe nämlich hier das, was wir gerade zusammen gemacht haben, mit Blütenrosa gestempelt, der erste Stempelabdruck. Und der Bereich hier ist mit Kirschblüte gearbeitet. Es kommt noch ein bisschen anders raus und es macht sich total gut, da so zweifarbig zu arbeiten oder vierfarbig in dem Moment. Naja, die andere Farbe war, glaube ich, trotzdem rosenrot, von dem her sind es drei Farben. Aber das macht sich irgendwie richtig gut, wenn das drei verschiedene Farben sind. Und die würde ich jetzt auch so legen, dass ich meine zweite Farbe so ein bisschen unten drunter verteile und mir die Blüte einfach so übereinander lege. Und das klebe ich mir jetzt einfach zusammen mit Mini-Klebepunkten und mache mir jetzt erstmal eines auf mein andersfarbiges sozusagen. Klebe mir das dann so leicht versetzt übereinander auf und dann klebe ich mir noch die erste Blüte auf. Was ich mir auch überlegt habe und was ihr gerne auch versuchen könnt, ist, dass ihr euch mit Weiß, ich glaube, das sieht man gar nicht, auf Pergament den gleichen Blütenabdruck stempelt. Ihr könnt es auch weglassen. Oder einfach mit Pergamentpapier nochmal eine Blüte ausstanzt und die dann auch noch dazwischen baut. Das sieht auch sehr schön aus. Aber ich glaube, ich werde noch vielleicht ein paar Zweige verwenden mit Pergamentpapier und habe das jetzt bei der Blüte nicht verwendet. Und dann biege ich mir die einfach noch so ein bisschen in Form, dass sie noch so ein bisschen Dimension hat. Seht ihr das gut? Und dann haben wir schon mal unsere Deko. Und ich glaube, ich entscheide mich jetzt für die Briefmarke. Ich finde, das ist irgendwie schöner. Das andere Etikett ist sehr, sehr edel, aber das ist schon sehr groß. Dann ist die ganze Fläche vorne ausgefüllt. Da gefällt mir jetzt das mit der Briefmarke besser. Das ist nur die Frage, wie rum? So rum? Oder so rum? Ja, ich glaube, wir machen es so rum. So finde ich das schön. Dann vielleicht noch ein paar Zweige rein und dann ist gut. Also, dann klebe ich mir jetzt erstmal meine Blüte auf mit einem Dimensional. Hier habe ich noch eins. Und meinen Spruch klebe ich einfach mit Flüssigkleber auf. Ihr nehmt einfach, was ihr gerade in Griffnähe habt. Aber das klebe ich mir platt auf und so ein kleines bisschen unter die Blüte. Dass das so ein bisschen eine Verbindung herstellt. Ich finde die Briefmarke total cool. Finde ich echt witzig. Ist eine coole Stanze. Jetzt legen wir uns das mal hier rein und gucken, wie das so aussieht. Also da darf auf jeden Fall noch ein bisschen Dekoration drauf. Und dann nehme ich mir jetzt einfach mal das Pergamentpapier. Bei mir fällt gerade ein, wir könnten auch mit Gold reinhauen, oder? Ich guck mal ein bisschen. Ich muss ein bisschen spielen und sehen, wie das dann am Ende rauskommt. So ihr Lieben, also ich dachte ja zuerst, ich gehe so ein bisschen mit dem Pergamentpapier und einer Stanze dazu, dass ich mir das mit dem Zierzeug ausstanze. Aber jetzt habe ich mir gedacht, es gibt ja bei Stampin' Up! Diese tollen Folien in Gold und die sind auch schon so richtig schön ausgestanzt. Da habt ihr auch verschiedene Blätter, Zweige, die könnt ihr euch einfach so rausdrücken. Also da braucht man auch keine Stanzmaschine dazu, sondern die sind schon fertig. Die kann man sich dann so rausdrücken und dann auf sein Projekt bringen. Und da habe ich mir gedacht, da probiere ich das jetzt mal ein bisschen aus mit den Zweigen, die da dabei sind. Jetzt muss ich den mittleren Zweig probiere ich jetzt nochmal aus. Dann haben wir drei verschiedene zur Auswahl. Komme ich jetzt ein bisschen schlecht hin. Muss man einfach nur so rausdrücken. Bisschen vorsichtig sein. Die sind also sehr filigran, sehr schön mit diesem Gold. Das nennt sich Spezialpapier ewiges Gold. So heißen die. Und da probieren wir jetzt einfach mal ein bisschen, was uns so am besten gefällt. Das wäre immer schön, wenn ich an dieser Stelle eure Meinung hören würde. Weil manchmal kann ich mich da auch nicht entscheiden. Also ich hätte jetzt mal diesen zur Auswahl mit dem Zweig. Ihr könnt natürlich auch zwei kombinieren, wobei ich nicht weiß, ob das dann zu viel wird. Ja,
Also das ist auch immer Geschmackssache, je nachdem, wie einem das lieber ist. Möchte man lieber mehr drauf haben oder lieber weniger? Das ist jetzt mal so eine Variante. Das hier wäre eine Variante, die ist auch sehr fein und zart. Finde ich auch schön. Das finde ich fast schon zu viel. Und dieser Zweig, der gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Der passt auch richtig gut dazu. Bei der Gutscheinkarte ist es ja eigentlich so, oder bei dieser Karte, es hat ja im Prinzip schon ein Kuvert außenrum. Also wenn man es jetzt nicht verschicken muss, dann kann man auch die Blätter ein bisschen an der Seite rausschauen lassen. Den hier am Rand. Wenn man es natürlich in ein Kuvert tut, dann muss man darauf achten, dass man das nicht, dass man das dann nicht an der Seite rausschauen lässt. Und das wäre jetzt noch so die dritte Variante. Also ich bleibe bei dem. Ich glaube, ich habe mich für dieses hier entschieden. Das ist einfach sehr zart, sehr elegant, sehr edel. Ich nehme das. Das gefällt mir jetzt am besten. Aber wie gesagt, da habt ihr wirklich viel Auswahl. Und dann könnt ihr nach eurem Geschmack dekorieren. Der eine mag es ja üppiger, der andere eher schlichter. Und ich bleibe jetzt hier bei dem schlichteren. Und den klebe ich mir auch einfach mit so einem Klebepunkt auf. Den setze ich mir da unten rein. Das ist auch egal, ob der Klebepunkt jetzt an der Seite rausschaut oder nicht. Den sieht man ja dann nachher eh nicht mehr. Man muss es nur beim Reinmachen ein bisschen gucken. So. So finde ich es ganz schön. Sehr edel, schlicht. Und dann hätten wir jetzt auch noch goldene Glitzersteine. Muss ich mal gucken, ob mir das noch gefällt oder ob die mir zu groß sind. Nee, ich glaube, die sind mir zu groß. Braucht es noch was? Oh, die sind toll. Ich nehme jetzt noch meine neuen Lieblinge. Die heißen facettierte Glitzersteine, echte Eleganz. Und dann nehme ich mir jetzt mal diese hier. Die habe ich nämlich noch nicht so oft benutzt. Ihr seht ja, die Packung ist noch okay. Die ist noch nicht ganz, die ist noch nicht leer, aber die kann man hier auf jeden Fall schön draufsetzen. Vielleicht auch in die Blütenmitte. Nee, in die Blütenmitte nicht. Da sollen die Farben wirken. Okay, da muss ich noch ein bisschen spielen, wo ich die hinsetze. Das sind so Glasperlen, die sind wirklich toll. Also die sind richtig mega. Die sind zwar jetzt nicht Gold, aber ich finde, die sind so schön schlicht und passen sich dem Ganzen gut an. So, also so wäre jetzt die Außendeko, die könnte man wunderbar so lassen. Und was ich mir jetzt noch gedacht habe, weil es hier oben ja relativ schlicht ist, die Farbe, die zweite Farbe kommt ja erst hier unten, wenn man die Karte rauszieht, kann man hier oben auch noch ein Loch reinstanzen und eine Schleife hinmachen. Ich benutze jetzt da einfach die Cropper-Dye. Ihr nehmt einfach irgendeine Lochstanze, die ihr findet. Und mach mir da nach Augenmaß, hoffentlich mittig, ein Loch rein. Das war jetzt das kleine Loch. Mal gucken, ob ich es da durchkriege. Ich nehme jetzt einmal den Leinenfaden, der hat diese Nummer. Und das schimmernde Granitband. Das ist auch total schön. Das hat diese Bestellnummer. Schimmerndes Geschenkband heißt es. Und genau, das baue ich jetzt sozusagen zusammen. Ich habe mir das jetzt durch das Loch durchgefädelt einfach und nehme jetzt den Leinenfaden und mache mir da noch eine Schleife hin. Und zur Probe hatte ich auch noch so ein fluffiges Band hier liegen und ausprobiert. Das könnte man auch noch hinmachen. Ich lasse es jetzt weg, mir gefällt es ohne besser. Aber das so ein fluffiges Band macht sich da auch oft total gut noch. Okay, und jetzt muss ich das nur schaffen, dass ich da ein schönes Schleifchen hinzauber. Vielleicht lasse ich euch da Musik laufen, mal gucken. Das ist immer so vor der Kamera, die Schleife dann hintüdeln. Und erstmal einen Knoten. Aber hier kann man schon eine Schleife hinmachen. So gefällt mir das ganz gut. Jetzt stecken wir es mal rein und probieren das aus. Ja, perfekt. So muss der aussehen. Jetzt finde ich ihn genau richtig. Ihr habt hier unten die Deko mit dem zarten Gold hier. Die schönen Farben von dieser Blüte und hier oben noch ein bisschen was zum Hinschauen. Also richtig schön. Jetzt kann man das rausnehmen und kann da seine Glückwünsche draufschreiben. Hier kann man natürlich gleich den Namen hinschreiben. Liebe, lieber, so und so. Und wenn man das dann rauszieht, kommt man da, hat man da noch ein bisschen Platz und man kann natürlich auch hinten drauf schreiben. Also das ist ja ganz klar. Also das finde ich jetzt genau richtig. So gefällt mir das. Ich hoffe, euch gefällt es auch mit diesem Tipp, mit diesem zweifarbig
stempeln oder noch mehr. Und so hat man da schöne, tolle Ideen für eine Frau oder für einen Mann als Gutscheinkarte oder als Geburtstagskarte, die man ganz süß verschenken kann. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht beim Zuschauen. Ich war ein bisschen so in der Findungsphase, wie mache ich das mit der Deko und so. Das ist immer für mich leichter, wenn ich das vorher einmal teste. Aber diesmal habe ich gedacht, nee, ich mache das jetzt spontan im Video. Und dann muss man immer ein bisschen gucken, schaut das jetzt mit dem Etikett schöner aus oder mit dem anderen. Und genau, also da bin ich immer so ein bisschen gucken, wie ich das am besten mache. Und dann rede ich vielleicht an den Stellen nicht so viel, aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem und ihr konntet alles gut erkennen und könnt es schön mitbasteln. Ich finde es jetzt total schön, mir ist das jetzt genau richtig von der Deko und auch vom Zusammenspiel so insgesamt und genau, ja. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.